Hallo liebe Leute, ich zeige euch jetzt, wie man den, ich nenne ihn jetzt einfach mal Küchenflügel, bedient. Schauen wir uns gleich mal die Tischplatte an. Ich löse hier die Verankerung, indem ich sie nach unten ziehe und die Platte öffnet sich automatisch. Die Unterstützung nicht vergessen, einfach nach vorne schwenken und dann ergibt sich eine wirklich große Arbeitsfläche. Ja, genug Platz für die perfekte Innenküche. Anders als beim Bettflügel ist der Seitenflügel hier zweigeteilt. Daraus ergibt sich ein riesiges Fenster, wenn ich ihn nach außen klappe. Das zeige ich euch jetzt. Zuerst löse ich die Sicherung zur Hälfte auf beiden Seiten. Und dann klappe ich, genauso wie die Tischklappe, das Fenster auf. Will man jetzt aber aus der Innenküche eine Außenküche machen, räume ich natürlich zuerst mein Equipment weg, löse die beiden Verriegelungen komplett und klappe die Tischklappe wieder nach unten. So kann ich die Außenküche ganz einfach mit Gasdruckfedern nach außen drücken und habe die Verkaufsfläche oder den Esstisch nach außen verlegt. Die Sitzhöhe ist genau so konzipiert, dass sie in beiden, sowohl Innenküche als auch Außenküche, gleich hoch ist. Jetzt beginnt es gerade zu regnen und obwohl diese wunderbaren Designer-Fahrstühle wetterfest und stapelbar sind, gehe ich jetzt trotzdem rein. Und klappe die Innenküche wieder zu mir. Ganz schnell. Verriegelt. Tisch nach oben. Auf Wiedersehen.